Willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Lass uns keine Zeit verlieren und gleich schauen, was uns hier oben erwartet. Einkaufsstraße Keen. Okay. Gut, und oh, cool, NPC. Das ist immer am wichtigsten, weil ich glaube, so groß wie das ist, ist was nur möglich, die gescheit zu finden. Alle beschäftigt, Pollen aus Magna zu prägen, aber Frühlingswind Zollos läuft wusch vorbei und Pollen überall hin verstreut. Großes Problem, jemand muss ihn aufhalten. Hier steht zwar nur Bahnhof, aber okay. Alles klar. Danke, Bond. Passt auf, dass Homom nicht wegwehen. Wegwehen? Nein. So, was habt ihr? Das ist Zeitpilz. Wenn Zeit ist, macht Pilz Puff-Puff. Okay, ich hab verstanden. Kennt ihr schon Taktik von Noppernkriegern? Bei Kämpfen Sicherheitsabstand einhalten. Weiße Worte, merken, befolgen. Kann sein, dass der Sicherheitsabstand vom Monster bis in diese Stadt hier reicht. Überraschen würde mich das jedenfalls nicht. Jetzt gibt es hier mehrere Wege, wie es scheint. Und ein weiterer Laden, damit bin ich pleite. Es ist krass, wie schnell ich hier pleite gehe. Das gibt's nicht. Gut, hier gibt es nur Schwerter, die ich mir nicht mal anschauen kann. Schade, dass ich nicht mehr sehen kann. Nein. Jetzt habe ich hier gescheites Zeug und habe keine Kohle, gar nichts. Okay, ich werde jetzt einfach alles verkaufen, was ich habe. Und dann gucken, wie viel rausspringt. Ansonsten, muss ich sagen, waren die letzten Nebenquests aber auch schon sehr lange her. Und das behalte ich aus Nostalgiegründen. Also, das war alles schon sehr lange her. Wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal im Flüchtlingslager, einer der zwei großen Nebenquest-Sessions bisher. Da merkt man schon, dass was fehlt. Auch in der Kasse. Jetzt EP passt, aber in der Kasse bräuchte ich teilweise schon ein bisschen mehr. Deswegen, ja, werden jetzt so bald Nebenquests anbrechen. Aber ich glaube, dass diese Nebenquest-Session mich bisschen meine Albträume verfolgen wird, weil ich glaube, hier gibt es scheiß viel. Aber gut, so. Nein, ich wollte was kaufen. Und zwar wollte ich gucken, ob ich eine dieser Technikbücher kaufen kann. Moment. Geht. Okay. Schwerternager war irgendwie für niemand was. Noppernkanone. Ja, gut. Wow. Ja, gut, wobei. Ich weiß nicht. Also, zu teuer ist es mir definitiv. So. Jetzt kaufe ich mal diese ganzen Bücher. Komm. Nein! Nein. Oh, Mann. Aber ich war nah dran. Ich war nah dran. Muss ich eben noch ein bisschen sammeln. Also, da lese ich sie gleich mal. Dann hier hinten Technikbücher. Ruhige Seele, ja. Wer ist Ricky? Wer ist Ricky? Ich weiß nicht, wer Ricky ist. Okay, warte. Ganz kurz. Techniken auswählen. Ja, ich möchte Techniken jetzt, verteilen. 12.000! Halleluja! Super. Das Neue scheint hier nicht wirklich zu sein. Ja, der Rückschlag halt. Hier tue ich mal die Verzauberung nochmal erhöhen. Und ja, der Löscher. Ich konzentriere mich einfach mal auf meinen Monado jetzt. Komischerweise steigt das aber nicht, was ich nicht ganz verstehe, und okay, Rückschlag noch eins. Dann chill ich jetzt mal. Was haben wir hier? Hat irgendwas Neues dazu gekriegt? Himmelsodem. Naja. Gut, das scheint mir ziemlich stark. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal verbessern. Für ein weiteres reicht es nicht. Machen wir dann nochmal die Orkanscheide. Das passt. Sie. Ja, den Donnerschuss würde ich gerne verbessern. Hat eine Menge cooler Sachen. Heilkontor. Die bei jedem feindlichen Angriff kapiert. Das ist episch. Sofort.
Aber sofort werde ich das aufs Maximale verbessern und irgendwie reintun. Was tue ich raus? Schwanken ist gut. Schaden absorbieren ist auch episch. Verhindert angegriffen. Also, scheiße, die hatte nur epische Sachen. Scheiße. Ich tue es mal hierfür rein, auch wenn mir das echt schwer fällt, weil... Ja, die hat ja nur geile Sachen. Na gut, der hier... Niederschlag, das verbessern wir mal. Schwertrahmen tun wir auch ein weiteres Mal verbessern. Kontakt, letztes Gefecht. Okay, ist auch cool. Kraft sammeln. Die nächste Technik fügt mehr Schaden zu. Ich glaube, das ist eine Überlegung reinzutun. Frage ist halt für was. Wobei. Ich lasse es mal draußen. Ich kenne mich da noch zu wenig aus. Achso, stimmt, Media ist ja gar nicht mehr da. Damn. Aber gut. Okay. Minana. Prinzessin will nicht rausgehen. Hat ungewöhnlichen Namen. Wird dafür verspottet, sagt sie. Okay. Puko. Seit morgen schon beschäftigt mit Warenlieferungen. Kann jetzt erst endlich mal Luft schnappen. Oh Gott, bei der Deutschen Post. Da hat man bei Hermes echt Vorteile. Dass man erst nachmittags ausliefern muss. Pollenlagerebene. So, jetzt war ich gar nicht auf der anderen Seite. Da hinten fällt mir gerade auf. Komme ich das so hin? Da konnte ich ja hinten auch noch irgendwo... Nee. Okay, da werde ich mich noch umgucken müssen. Aber ich... Ich hätte nicht gedacht, dass wenn es da oben geht, dass ich dann hier die Situation komme. Hey! Pollenkugel wichtig für Noppern, sind lebensnotwendig. Haben jetzt Probleme ausgerechnet mit Pollenkugeln. Schlimm. Also die Pollenkugeln kommen nicht ständig, oder? Umschauen, guck euch hinauf. Seht ihr Pollenkugellampen? Keine Pollenkugeln, kein Licht, alles stockeduster. Pollen von gelber Blumenwiese geben gute Kugeln, aber zu viele fiese Monster da können nicht sammeln gehen. Es läutet so stark, dass ich dachte, es wären Ätherkristalle. Aber es sind tatsächlich Pollen. Noppern sind toll im Nutzen von Magna Natur. Mischt ihr den Pollen auch noch etwas anderes bei? Ha! Geheim, werde schweigen wie Fischleine Wasser. Verrate nix, weil sonst wir alle ganz schnell arbeitslos. Okay, ja, hat's hier scheiße. Ja, finde ich auch. Zur gelben Blumenwiese einfach bei Windmühlenhütte runter. Plus aufwärts zum Wasserfall, dann nach rechts. Fertig. Viele Pollen sammeln, aber vom Monster Nacht nehmen. Gut, ich kümmere mich darum. Okay, Pollenkugellager sind wir hier. Adrenopan, Cherry. Entschuldigung, Pan, tut mir leid. Oh je, du... Doba-Doba schon wieder böse mit Cherry. Doba-Doba. Chef, fällt jeder Fehler sofort auf. Okay. Mit dem kann ich nicht reden. Das ist einfach nur so ein NPC hier. Okay. Ebenfalls zwei... Was? Hier geht's wieder runter? Habe ich jetzt den Kreis geschlossen, den ich vorhin unfreiwillig ausgelassen habe? Oh, das sieht ganz, ganz, ganz stark danach aus. Ja. Okay, gut, dann bin ich jetzt wieder beruhigt. Dann gehen wir hoch. Wenn mich eines wundert, vorhin, als ich im Außenbereich war, konnte ich doch auch noch irgendwo nach oben. Diesen Weg habe ich jetzt nicht gefunden, aber... Okay. Gut. Dann können wir jetzt weiter ins nächste Stock. Doba, Doba. Moment, habe ich mit dir geredet? Ich glaube nicht. Zur gelben Blumenwiese einfach... ach so, doch. Da hat mir ja den Auftrag gegeben. Schala? Ist die gerade gesprungen, die Wahnsinnige? Oh, Mann. So, der freut sich irgendwie. Spring immer auf Zeitpilz, um kaputt zu machen. Geh kaputt, Zeitpilz. Ich weiß nicht, ob das ganz so clever ist, weil, ich glaube, das steht nicht ohne Grund da. Jetzt wird es merkwürdig. So, kein Harmoniegespräch. Was ganz neu ist. Kadada bei der Arbeit. Nicht stören. Will nicht Pollen verstreuen. Wie Versagerporn unten am Aufzug. Versagerporn.
Und der muss dir das Laufrad machen, oder was? Ich kann nicht mehr, will neuen Job. Das glaube ich dir, das ist ja... Also, wenn ihr jemals dachtet, ihr wurdet von eurem Chef verarscht, dann überlegt ihr euch dieses Statement vielleicht nochmal. Wenn ihr euch den anschaut, naja. Hier unten, mittlere Wohnebene. Hier war ich aber noch nicht in der mittleren Wohnebene. Oder? Nee, ich glaube nicht. Und wow. Sind die am Knutschen oder so? Oh, mein dummer Freund, so lieb. Wünsche mir Regen mit Magna-Kristall. Okay, ich glaube schon. Boah, der Wald sieht ja geil aus. Von hier oben. Wollte Freundin Blumenreif schenken. Da kommt Peteros und frisst Blumenreif einfach auf. Sicher unverdaulich. Sicher irgendwo im Dorf runtergefallen. Bitte suchen und mir bringen. Okay, Suchmission 1 findet im Grenzhof den Blumenreif. Werd natürlich waschen, bevor ich Freundin schenke. Ihr guckt komisch, was Problem? Okay. Gefunden habe ich bisher nichts. Ich nehme an, das wird aber eher in Außenbereichen versteckt sein. Als dass hier irgendwas Rotes rumliegt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kann man mit dir reden? Sieht nicht so aus. Okay, dann, ich hoffe übrigens, dass ich hier alles finde, aber, ja gut. Es hätte schlimmer sein können mit den einzelnen Ebenen. Ich bin fast, ja gut, mehr oder weniger fast durch, aber trotzdem, Halleluja. Halleluja. Okay. Jetzt hier nach oben. Dam, dam, da, dam. Wieder so ein Pilz. Was ist denn mit diesen Pilzen auf sich? Heldenporn macht harte Arbeit. Heldenporn gibt bestimmt alles. Wäre aber nichts für mich. Heldenporn. Wer soll das bitteschön sein? Meine Schwester von so verstehe ich ja. Wer ist Ricky? Moment. Wir kriegen den Noppon ins Team. Wie will das da kämpfen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich meine, es ist relativ eindeutig, ja, wenn ich da Zeug für Handbücher für Ricky kaufen kann, dann ist es zu 90% sicher, mindestens. Und ich weiß nicht, ob dieser Fakt mich schockieren sollte oder nicht. Und Snoppen ist gerade verschwunden, deswegen werde ich jetzt die Zeit eins zurückstellen. Vielleicht taucht man wieder auf, weil irgendwie sah er schon wichtig aus. Oder halt auch nicht. Okay. Wow. Okay, aber kämpfen kann man gegen den nicht, wie es scheint. Leku, achso, doch. Da ist er ja. Muss hier jeden Tag auf Magna schauen. Werde sonst nervös. Okay, er war so gar nicht wichtig. So gar nicht. Okay. Weiter geht's. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Okay, und weiter nach oben. Dum, 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 dum. Okay, mit den drei rede ich jetzt aber mal. Will Jungborn zum Funkelteich am Rand von Magna bringen, aber unorganisiert wie Beutel, voller Springflöhe, bin besorgt. Außerdem sagen Gerüchte, Dinovia sind dort. Und das ist kein Auftrag? Hört sich irgendwie so an. Ja, hu, Funkel, 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 kribbelig, aufregend. Ja. Hey, 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 was willst du mit Häppchen, Picknickkorb mitnehmen? Aber oder wir fangen Krovodra und machen Grillparty. Grillparty? Mit dem Krovodra? Oh Mann, Pachipa. Papa, Papa Porn, irgendwo auf Bayonis Bein ist ein Noppon, heißt Gerugu. Was? Gerugu? Den kenne ich, das ist der Typ bei diesem Noppon-Lager. Habt ihr ihn getroffen? Das kann man wohl sagen. Ach, Pachipa, ganz viel Sorge, sag um Papa Porn. Das kann man wohl sagen. Den haben wir getroffen, ja. Müssen wir jetzt hier Familien zusammenführen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich dachte, für einen Moment ist es wieder aus. Oh Gott! Das war eng. Fast hätte ich mir die Radieschen von absolut unten angeschaut. Mhm. Okay. So, also meine EP steigt ja jetzt wie wild. Dabei brauche ich jetzt wirklich Geld.
Aber ja, irgendwie tue ich wirklich sehr, sehr, sehr wenige Aufträge mitnehmen, was beschissen ist. Weil ich glaube, hier gibt es einen Haufen. Vom Schlafen trinkt Pepper Tee mit Blütenblättern. Wenn Pepper trinkt, bevor Blätter sinken, werden Träume wahr. Ein süßer Noppon. Oh, stopp, Geheimnis! Ah, Pepper ist verknallt. Nee, ich find's schön. Ich find's schön. Okay, Haus des Oberpon. Der hat sich aber auch den Luxus gegönnt, du. Boah, das muss bei uns wie ein Schloss sein. Ich meine, da wohnen sonst drei Familien oder vier in so einem Haus bei den Noppon. Okay, da geht's schon wieder nach... Oh, wow, das ist so hammerverwirrend. Wow. Aber gut. Okay, Leute, wenn dieser Part von Xenoblade Chronicles euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Wenn nicht, Daumen runter. Nächstes Mal werden wir uns hier weiter umschauen. Bis dann.